Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück in Wintersports 2009 The Next Challenge zusammen mit mir. Ich bin Felix, der Weise. Wir machen heute wieder ein wenig Wintersport. Und zwar, bevor wir jetzt beginnen, möchte ich euch mal zeigen, wo man eigentlich das Team ändern kann. Ihr erinnert euch vielleicht an das erste Video. Da sind wir ja für Kanada angetreten. Und ich habe mich gefragt und auch kurz geschaut, wo kann ich das ändern? Und das ist hier ein bisschen kompliziert oder ein bisschen schräg, wo man das ändern kann. Dann müsst ihr nämlich hier auf Einzeldisziplinen gehen. Und bei Einzeldisziplinen müsst ihr euch dann irgendeine beliebige Disziplin aussuchen. Zum Beispiel hier eben Ski Alpin. Dann geht ihr von mir aus jetzt auf Abfahrt und dann seht ihr hier auf der rechten Seite Teameinstellungen. Da klickt ihr drauf. Dann könnt ihr wählen, wie viele im Team sein sollen. In dem Fall bin ich ja nur einer. Und habe jetzt einfach hier Team 1 Felix angegeben. Und da könnt ihr hier die Nation ändern. Klickt ihr drauf. Ich habe jetzt hier Deutschland eingestellt. Und da können wir uns ja anschauen, welche Nationen sind denn dabei. Also, Deutschland ist dabei. Kanada ist dabei. Es ist dabei Großbritannien, Italien, Japan, Niederlande, Norwegen, Polen, Russland, Spanien, Schweden, die Schweiz, USA, Österreich, Kanada, wie schon erwähnt, Finnland, Frankreich und eben Deutschland. So, und ja, das sind also so die Nationen oder die meisten Nationen, die eben auch sehr erfolgreich im Wintersport sind. Wobei, na gut, Spanien hätte ich jetzt nicht unbedingt als Wintersportnation eingeordnet, aber das sind halt eben die bekannten Nationen. So, also ihr wisst jetzt, wo ihr das ändern könnt. Ich musste vorher, wie gesagt, auch erstmal schauen und haben wir halt für Kanada gespielt. Jetzt spielen wir halt weiter für Deutschland. Wir gehen wieder zurück in unsere Kampagne. So, letztens haben wir ja hier diese ersten vier Disziplinen erfolgreich gemeistert und einige neue freigeschalten. So, was hätten wir denn da jetzt hier zum Beispiel im Angebot? Wir können doch mal probieren. Hier zum Beispiel, rechne bei der Abfahrt mit und gib am Ende an. Ach Leute, ich habe es heute mit dem Lesen. Also nochmal, rechne bei der Abfahrt mit und gib am Ende die richtige Antwort ein. Du hast 135 Sekunden Zeit. So, die Frage ist, was soll ich mitrechnen? Oder was haben wir hier? Beende den Slalom ohne Disqualifikation. Lass uns erstmal das nehmen. Ich habe es gerade irgendwie nicht so mit dem Rechnen. Gut, probieren wir es also erstmal mit dem Slalom. Steuerung. Danke, dass Sie heute wieder dabei sind, liebe Sportfreunde. Ich denke, ich kann Ihnen schon jetzt versprechen, dass Sie voll auf Ihre Kosten kommen werden. So, und auch unser Maskottchen macht Stimmung bei der Kälte. Das sieht nachtdunkel und kalt aus. So, starten machen wir wieder mit der Leertaste. Okay, das ist so ähnlich wie das, was wir letztes Mal hatten, der Slalom. So, und ihr seht auch jetzt hier. So. Und da haben wir schon eine Disqualifikation und das können wir eigentlich gleich schon wieder neu starten. Oh, warte, hier müssen wir mal wieder mit dem D arbeiten. Sonst kriegen wir die eigentlich Kurven nicht. Boah, das ist, oh, Leute, das ist sowas schon schwierig. Das war ein bisschen zeitig. Na ja, seht, man muss sich ja mal erst ein bisschen an diese Disziplinen gewöhnen. Okay, ja, also das ist wieder Zeitstrafe, aber wir dürfen halt nicht disqualifiziert werden. Und wir sind, glaube ich, schon so kurz davor, nicht Disqualifikation. Ich glaube, wenn du zu viele Tore dann auslässt, dann ist das halt dann das Problem. Da unten ist das, glaube ich, dann schon das Ziel. Dann machen wir jetzt hier einen gemütlichen. Ich glaube, der obere Abschnitt ist das Schwierigste. Wer von euch verfolgt denn die Olympischen Winterspiele? Wer guckt sich das dann an? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Nein! Zeitstrafe. Und die Frage ist, wir haben es trotzdem geschafft. Ist es geschafft. Wir durften nur nicht disqualifiziert werden. Das war das Ziel. Aber wettbewerbsfähig war das noch lange nicht. So, damit haben wir das abgeschlossen. Rechne bei der Abfahrt mit. Wir können es ja mal probieren. Wir können das Ganze ja mal ausprobieren.
Aber ich mache keine großen Eckart, Hoffnungen. bei Abfahrtsläufen kommt es immer wieder zu den spektakulärsten Stürzen. Bei aller Tragik, die das für den betroffenen Läufer bedeutet, dieses halsbrecherische Element macht sicher mit die Faszination dieses Sports aus, oder? Ja, zumindest wenn man nicht selbst darunter muss. So, und das machen wir so ähnlich, das machen wir genauso. Und die Frage ist, was soll ich mitzählen? Was soll ich mitrechnen? Das ist die Frage. Vier, 3 plus 1 sind 4. Plus 1 sind 5. Plus 2 sind 6. Plus 2 sind 8. Plus 3 sind 11. 12, also plus 1 sind 12. Plus 1 sind 13. Plus 2 sind 15, plus 3 sind 18, plus 3 sind 21, plus 3 sind 24, plus 26, plus 27, plus 30, 31, 32, 33, 35, 37, ja, am besten laut mitzählen, 38, 40, 42, so, es müsste jetzt 44, glaube ich, sein. Fünfundvierzig, 46. 49. Ich glaube 49. Oder bei der 40er könnte es sein, dass wir eins übersehen haben. So, ich würde sagen 49 habe ich gezählt. Ich hoffe. Hä? Nee, nicht hinzufügen, nicht hinzufügen. Hä? Löschen, 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 löschen. 49 eingeben. Leider nicht geschafft. Schade, dann ist sehr bestimmt ärgerlich. 50. Mist. Okay, Leute, dann machen wir nochmal ein. Also, dann, ich habe mich, glaube ich, bei den 40ern irgendwo verzählt. So, da kann man so. Also, 3. Plus 1 sind 4. Plus 1 sind 5. Plus 3 sind 8. Plus 3 sind 11. Plus 2 sind 13, plus 2 sind 15, plus 3 sind 18, plus 1 sind 19, 22, ich glaube, die Zahlen sind unterschiedlich hier, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 4, 46,
48. 49. 50. 52. 55. Also, 55 muss es sein. Letztes Jahr noch gemerkt. So 55 konnte ich jetzt. Es ist voll. Jawohl, damit haben wir das geschafft. Super, also zweiter Versuch. Ja, man muss ein bisschen sich konzentrieren. So, okay, damit haben wir die Rechenaufgabe geschafft. Sehr interessantes Szenario auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier? Starte super oder perfekt? Ja, mit dem Bob, das können wir üben. Oder Biathlon? Na, Biathlon war noch nicht, aber machen wir, probier das jetzt mal mit dem Bob. So, das ist auch eine kleine Herausforderung. Da musst du nämlich hier diesen Kreis wieder ab bewegen. Ab in den Eiskanal, Jungs. Der nächste Wettbewerb ist der Viererbob der Herren. So, und dann geht's los. Das war's nicht. Vielleicht sollte ich sagen... Schade. Dann machen wir nochmal einen Neustart. Ah, das ist schwierig, das ist dann wirklich schwierig am Ende das zu schaffen. Nee, das war es wahrscheinlich auch nicht. Es hat. Ja, okay, also nochmal. Ah, ihr musste wirklich sehr, sehr fein, sehr, sehr schnell sein und Erfahrung mit solchen Spielen haben. Naja, also so nur zu drücken, das geht auch nicht. Leider nicht geschafft. Nur 68. Ich hab das nur auf 68. Schade. Ich glaube, das wird schwierig, das zu schaffen hier. Na dann, nochmal. Das könnte geklappt haben, oder? Ne, 83 war das. Knapp daneben. Nein. Ist auch vorbei. Aber das war gut. Das war ein richtig guter Start. Also diese Kampagne ist echt toll, um diese ganzen Sachen halt zu üben. Also nochmal. Das sah richtig gut aus jetzt. Nee, das war nicht so toll. Nicht geschafft. Das 83. Nächste Mal läuft. So, was muss denn super? Wahrscheinlich ab 90 und perfekt. Naja, das ist doch wahrscheinlich 100. Ja, das war nicht so toll. Das war nur eine 83 wiederum. Sehr interessant, einfach mal nur diesen Start zu üben, oder findet ihr nicht? Ist auf jeden Fall sehr interessant. Weil Deutsche ja wirklich mal lange Zeit im Bobfahren führend waren. Das könnte geklappt haben. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. 88 und das reicht immer noch nicht. 88% reicht nicht, das ist doch eigentlich fast ein perfekter Start. Findet ihr nicht? Also nochmal. Ah, nee, das war nichts. Das war nichts. Da wird der Trainer. So, also nochmal ein Versuch. Na, ihr seht, die Szenarien werden dann schon schwieriger. Und das reicht wieder nicht. Da hat nee. Eine. Das reicht wieder nicht, eine 86. Schade. Muss wirklich fast alles perfekt sein.
Jawohl, das müssten wir geschafft, das haben wir geschafft. Wir haben es geschafft. 99% Anschub. So, jetzt fahren wir aber die Strecke natürlich noch zu Ende. Oh nein, schade. Schade, das ging wirklich nur um den Anschub. Wir konnten nicht mal die Strecke zu Ende fahren. Okay. So, was haben wir denn freigeschaltet? Starte perfekt beim Skeleton. Genau dann, wenn der Countdown abgelaufen ist. Was? Okay. So, Absprung oder Landung beim Skispringen von Normalschanze müssen super oder perfekt sein. Oh, da kann man sich auch schön ausüben. Aber, liebe Zuschauer, die Zeit für heute ist schon wieder um. Ich hoffe, es hat euch auch heute wieder Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Video wieder dabei seid. Habt bis dahin eine schöne Zeit. Euer Felix, der Weise.